So, Freunde, weiter geht's hier bei Outlast. Wie man sicherlich gemerkt hat, ich bin etwas abhanden gekommen in letzter Zeit. Ja, ich bin hier ein bisschen in dem Gewässer rumgetaucht und... Was? So, jetzt. Wir müssen hier hoch. Da ist eine Treppe, da müssen wir hoch. Definitiv. Aber ich ahne Böses. Scheiße. Guck mal, da hängt schon jemand. Oh nein, oh nein, oh nein, Alter. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts übersehen. Scheiße, Alter. Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Wir müssen rüber, wir müssen rüber. Ich glaube, da hinten war niemand, ne? Oh oh. Was war das, Alter? Yo, da ist was ins Wasser gefallen, Alter. Was? Da ist was. Da ist was ins Wasser gefallen. Scheiße, meine Batterie, ich muss aufpassen. Wir gehen einfach rein. Guck mal, da hinten ist irgendwas, ne? Da hinten. Irgendwas ist hier. Oder? Fuck, Alter, was war das? Oh, hier ist ein... Hier ist ein Dings, ne? So ein... Was... Ach, da ist einfach nur was abgefallen. Wir gehen mal... Können wir hier? Wir können hier hoch. Ich will einfach nur mal schauen. Was ist denn das hier? Wo... Hä? Was? Warte mal ganz kurz. Guck mal, weil da geht's ja auch noch weiter. Was ist denn das, ey? Oh, ich bin verwirrt. Oh, da ist eine Tür offen. Hat mich kurz erschrocken. Ich gehe mal dahinter. Ich gehe mal dahinter ganz kurz. Wir wechseln mal schnell die Batterie. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar. Ich gehe mal ganz kurz hier hinter. Was ist denn hier? Oh, Hilfe. Hallo? Alter. Nee. Oh Mann, ich weiß nicht, wohin. Wohin gehen wir denn? Gehen wir da durch oder gehen wir da erst hoch? Ich habe Angst, dass wir irgendwo was verpassen. Ach Gott, was soll's. Wir gehen einfach schauen. Alter, hier ist... Oh, ey, Alter, das ist so viel dunkel. Es ist richtig dunkel, Alter. Ich höre irgendwas rechts neben uns. Ich höre die Musik. Irgendwas ist hier. Nicht der Fette, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was, Alter, wie groß? Ich höre. Ich höre ihn. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre ihn hinter uns. Ich höre ihn hinter uns. Ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Nein, nein, nein. Schnell, geh doch! Was ist denn los? Nein! 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 Wir kommen nicht mehr hoch! Nee! Hä, was ist denn? Wir kommen hier nicht mehr hoch! Nein! Nee! Nee! Freunde, das... Nee, das möchte ich jetzt nicht. Warte mal. Ich ganz schnell speichern und beenden. Nee, Freunde, das darf nicht sein. Das darf natürlich nicht sein. Ich will euch ja hier nichts vorenthalten, ne? Gut. Ach, Gott sei Dank. Ach, oh Gott, Alter, bist du behindert? Oh, Alter. Nee, nee, ich will euch nichts vorenthalten. Wir gehen erstmal hier rüber. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Okay. Ist hier unten irgendwas? Warum geht da eine Treppe runter? Hat das einen Sinn, dass diese Treppe hier ist? Nee, eigentlich nicht, oder? Hier ist nichts. Hier ist nur ein Ventil. Vielleicht... Hier kann man auch irgendwie durchschwimmen?
Gut, Ventil hat keine Funktion. Da hinten. Hä, wo sind wir hier? Hat hier was... Ja, guck mal, hier kann er hochsteigen. Was ist das denn? Aha. Jawohl, hier eine Batterie. Das heißt, diese Treppe war nur für diese Batterie da. Und hier kann er hochsteigen, aber auf der anderen Seite sind wir nicht mal hochgekommen. Das finde ich ein bisschen unfair. Ja, wobei, ne, man soll ja nicht zurückgehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Oh, da liegt jemand drin. Aber wir müssen hier rein, weil da liegt ein Dokument. Guten Tag, ich wollte nicht stören. Seien Sie ganz beruhigt. Okay. Gut, wir haben ein Dokument. Das hätten wir nämlich dann verpasst. Ne? Hätten wir jetzt nicht neu geladen, hätten wir das Dokument verpasst. Okay, Dokument. Es blutet immer noch. Bin schon schwach. Kalt. Es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht... Moment, ganz kurz. Mir ist die Batterie der Maus leer gegangen. So, jetzt sind wir wieder da. Immer diese Batterien, immer diese Akkus, ja, da gehen die auf immer leer und dann kannst du immer weiter zocken. Ich meine, hier ist das jetzt nicht so schlimm, ne? Aber was glaubst du, was passiert wäre, wenn da hinter uns irgendein Gegner wäre? Ja, das wäre ein bisschen unschön gewesen, Freunde. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle... Punkt, Punkt, Punkt. Hölle wollte er wahrscheinlich schreiben. Da wurde er unterbrochen, wahrscheinlich gerade so am Schreiben gewesen, die Hölle, ja, und in dem Moment kam da wahrscheinlich so ein Pfleger und hat ihn von seinem Notizblock weggerissen, ja, aber er hatte noch so viel Zeit, die drei Punkte zu schreiben. So viel Zeit muss sein. Okay, wir kommen hier nicht weiter, das heißt, wir müssen raus zum Klaus. Zum Dicken, ja, zum Dicken, wie ich ihn nenne. Und, ja, wir wissen, dass er da drüben ist. Wir haben ihn schon gehört, ja, die Ketten sind erklungen. Wir haben irgendwie mehr Angst. Man hört nichts, ne, man hört einfach nichts. Ich steig trotzdem mal ins Becken. So, er ist rechts neben uns, der Typ. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon, Alter. Und wir haben hier nichts. Wir können denn hier auch nicht hoch. Es ist echt wunderbar. Wunderbar. Wir müssen hier raus. Wahrscheinlich auf die andere Seite des Gewölbes. Wir lassen. Er ist rechts neben uns. Er ist definitiv rechts neben uns. Er ist ganz nah bei uns. Mir geht die Pumpe, Alter. Mir geht so die Pumpe gerade. Ich lasse es mir aber nicht anmerken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Da. Hups. Er ist hier irgendwo. Wir müssen hier irgendwo hoch. Da ist eine Treppe. Er ist rechts neben uns. Ja, ich weiß. Komm, geh. Geh doch schneller. Er hat uns. Ah! Oh, shit. Kommt der hier hoch? Ich hoffe nicht. Hallo? Alter, mach mir keine Angst, Mann. Ah, fuck. Wir müssen hier durch. Mach zu da, die Luke. Oh, mach die Mucke weg. Hallo? Hallo, geh weg. Was willst du von mir?
Ja, genau, ne, ne, ist klar, ne, Alter, hallo? Hä, was ist mit ihm los? Hallo? Hä? Ist er weg, oder was? Was war das denn jetzt? Kommt er einfach an und boxt? Nein. Kommt er einfach an und boxt uns da mal weg? Der rennt jetzt hier immer auf und ab, oder wie? Hä? Da kommt der Typ eh mal hin, schlägt uns eh mal und dann haut er wieder ab? Oh, scheiße, Mann. Was ist das für ein komisches Geräusch? Was? Nee, warte mal. Oh ja, Mail Ward, Alter. Mail Ward. Ach, deswegen waren hier diese Einbuchtungen, dass man hier quasi reingehen konnte. Wir sind gleich im Männertrakt. Was ist denn das für ein Gang, Alter? Vor allen Dingen, jetzt warte mal. Warum? Oh, jetzt ist hier abgeschlossen, verdammt. Ich wollte eigentlich mal wissen, ob da drinnen eine Tür ist. Weil was ist das bitte für eine Konstruktion? Ich komme da aus dem Abfluss gekrochen und dann... Wo, wie, was sind das hier für Räume, hä? Okay, wir gehen jetzt in den Mail Ward, Freunde. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Damit wir das Ganze auf uns wirken lassen können. Alter. Er heult. Er will da raus. Wir lassen den mal in Ruhe. Wir wissen ja, der hat uns geschlagen. Mail Ward. Alter, wie laufen denn hier rum, Alter? Was machen die hier unten? Wir können hier uns auch nirgends verstecken. Oh, nee. Was? Creepy Man. So ein kleiner Verrückter zeigt uns wahrscheinlich den Weg. Ich habe keine Ahnung. Alter. Alter, vergiss es, Mann. Was soll denn der Scheiß? Mann, mach doch mal die Scheiße aus. Okay. Oh Gott. Ey, Alter. Wie tief ist das hier? Junge, mach mir keine Angst jetzt. What the fuck? Alter. Heilige Scheiße, Mann. Okay, wir haben eine Notiz. Ey Leute, wir haben zwei Notizen sogar. Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Ja, Freunde, genau das hatten wir nämlich gehört, als wir da bei diesen Zellen waren. Da hat nämlich jemand gesagt, eben dieses Zitat hier, welche Experimente ein toter Doktor an lebenden Patienten durchführt. Er war also schon tot, ja, angeblich.
Aber das kann natürlich auch irgendwie, ja, quasi eine, also man meint dann nicht tot, wirklich tot, sondern, ich weiß nicht, ne, vielleicht im Kopf tot oder so, ne, verstehst du schon, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen, es ist... Was? Moment, ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich weiß es nicht, mein Freund.